da müssen wir auch nochmal irgendwie ein bisschen ran, nicht? Vor allem die ganzen neueren Items, die jetzt so nach und nach mit den 05er Versionen dazukommen, die sind eigentlich sehr interessant. Nur die sind scheinbar aktuell ein wenig buggy. Avengle. Hm? Haben wir es wieder. Avengle. In Stuttgart. Glaube ich, war das. Oh. Oh, scheiß Gravel. Und irgendwie ist doch hier schon wieder der Cave-Kram an, oder? Ja, natürlich ist der schon wieder an. Options, Minimap, Show Caves, nö. Weil ich will ja auch wissen, wo ich gerade bin und in welche Richtung ich mich baue. Hab ich mich gerade verjagt? Nein, jetzt ist das... Jetzt ist das... Wieso ist das... Hä? Wo ist denn jetzt... War da echt nur noch einer dran? Und ich wundere mich, dass er mit der Schaufel abzubauen geht hier. Mann, du hättest auch nur drauf kommen können. Von alleine so vor allem. Wieder eine Fackel. Naja, gut. Lassen wir so. So, dann würde ich sagen, weiter geht es. Irgendwie. Irgendwie müssen wir jetzt hier... Ja, da haben wir schon den nächsten. Autschen. Arschlöcher. Stirb. Oh Mann, du, da sind noch ein paar viele von da. Aber auch erst, seitdem ich das Modpack drin habe. Guck mal hier. Drei Stück. Drei Stück von den Scheißteilen. Ich weiß ganz genau, wenn ich hier nochmal irgendwann in den Gang reingehe. Denn hier so, was habe ich da denn gemacht? Oder weg dem hier. Und dann so... fauchen die Viecher mir wieder ins Ohr. So, schön das Jolt. Taschen. Oh. Genau, taschentechnisch. Also, ich habe festgestellt, das Inventar ist vorher mit Cobblestone dicht gemüllt, bevor man das überhaupt mit hier meiner Backpack dicht gemüllt hat. So, wie sieht denn jetzt der Hammer aus hier? Weißt du was? Irgendwann mal. Aber nicht jetzt. Ich hätte gedacht, hier einmal so ein bisschen rein in den alten Stein, weißt du, in den alten Berg rein lonzen hier und dann ist die Sache in Ordnung, aber... Nee, irgendwie nicht. Ah ja, hier kommt das Osmium und sowas, da können wir auch alles mitnehmen. Ja gut, okay, die Hauptsache ist, dass der Hammer jetzt als Repair-Material eben Dingens drauf hat. Hier RF. Das ist ja schon mal mir persönlich wichtig. Da, guck mal, jetzt habe ich die Tasche voll. Silver Nugget, wo ich den denn her? Cool. Was schmeißen wir da mal raus? Wie wär's mit Cobblestones? Cobblestones klingt immer gut. Braucht sowieso kein Mensch. Ach so, braucht sowieso kein Mensch. Genau. Wie war das noch? Oh, ich habe keinen Cobblestone mehr. Naja, ne? Lange ist her. Da hatte ich aber auch wirklich einen Steinengpass. Ich glaube, ich bin auch so ziemlich der einzige Mensch auf dieser Welt, der diesen Steinengpass hatte. Also, wenn man nicht mal Tagun hatte bei seiner Super Vault oder so, so einen Steinengpass wie ich da seinerzeit. Damals war's. So, nächsten Steck weg. Nehmen wir hier ein bisschen Rotstein mit. Haben wir auch noch ein bisschen Redstone. Dann können wir nämlich gleich nochmal hier die alte Produktion destabilisierte Redstone anschmeißen. Können wir nochmal ein bisschen mehr destabilisieren. So. Ein bisschen mehr von dem Redstone destabilisieren. Das finde ich ist eine geile Idee. Weil wir haben ja so wenig gehabt in der Vergangenheit. Da können wir auch schon den nächsten Stack kaputt machen. Siehst du, rein im Müll. Scheiße, jetzt habe ich erst, glaube ich, einen Cobblestone eingesackt. So, gib her das ganze Zeug. Wo lumpst du das denn jetzt eigentlich gerade hin? Sag mir das doch mal. Ah ja, da war noch ein bisschen Platz drin. Okay, gut. Egal, ich knall dir trotzdem mal zwei Stacks von dem Zeugs weg. Von dem gekoppelten Cobblestone. Und dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo ein bisschen Redstone... Ja, komm. Ja, komm, gib her. Nehmen wir mit. Ach, kann ich eigentlich jetzt so irgendwie sehen? Er hat irgendwie, glaube ich, keinen freien Modifier mehr.
Ich glaube nicht. I think so. I don't know. Irgendwas, irgendwas war auch noch mit der Kohle. Irgendwas wollte ich noch mit der Kohle. Aber ich habe es echt vergessen. Ach so, ja. Ja. Mit der Kohle, da müssen wir auch noch mal losgehen. Da müssen wir auch noch mal ein bisschen Kohle an Laden holen. Weil wir brauchen nämlich fürs Lagersystem brauchen wir wahrscheinlich viel, ganz viel Kohle. Denn Lagersystem, ursprünglich war es ja geplant, also ganz am Anfang, war es ja geplant mit Logistikpipes. So. Jetzt nochmal für den letzten Seppel, der das vielleicht nicht mitbekommen hat. Logistikpipes wird nicht weiterentwickelt. Also das Projekt steht auf Freeze beim Jenkins. So, dann habe ich mir halt überlegt, gut, Buildcraft wird im Moment ziemlich stark immer wieder weiterentwickelt. Ja, ist halt Kacke. Was machen? Also, was machen Sachen? Dann habe ich mir nach Alternativen umgeguckt. Und dann hatte ich ja auch Router Reborn mal irgendwie als Vorschlag bekommen. Ich weiß gar nicht mehr wieso, weshalb, warum. Es kann sein, dass der Mod auch demnächst das Zeitliche segnen wird in diesem Pack. Weiß ich aber noch nicht. Na, da brauche ich jetzt mal so ein bisschen Resonanz von euch. Könnt ihr mal gerne was unterschreiben, ob ihr mal irgendwie mein Pack gedownloadet habt und damit so ein bisschen zockt und ob ihr halt was mit dem Mod Router Reborn macht. Wenn da jetzt keine Resonanz kommt, dann geht dieser Mod definitiv weg. Ich denke mal. Ja, weil, macht keinen Sinn. Ein Mod, der nicht genutzt wird in so einem Modpack, den kann man sich dann auch getrost kneifen. Ja, wie gesagt, das war also der ursprüngliche Plan. Jetzt bin ich dahinter gekommen, Project Red hat ja auch ein eigenes Transportsystem da drin. Das ist sogar meiner Meinung nach für so ein, ich sag mal, recht starkes Transportsystem ist der Preis dafür eigentlich auch recht gut. Der ist nämlich nicht zu dünn. Also der ist schon recht knackig für die einzelnen Teile. Also fand ich zumindest. Ob und wie man damit jetzt richtig die Items routen kann und so weiter, weiß ich noch gar nicht. Ich habe da mal angefangen ein bisschen zu kicken. Aber kein Plan. So, und dann ist ja noch dem Street was aufgefallen. Ich habe Barrels drin. Project Red Exploration bringt eine Barrel mit. Tja, ich habe nur keine Ahnung, wie viel diese Barrel halten wird. Als ich dieses Rezept gesehen habe, ist mir irgendwie diese Barrel so vom geistigen Auge sofort so, kenne ich noch. Kenne ich noch aus Project Red, RET meine ich natürlich. Kenne ich noch aus der Zeit, da ist noch Eisen, da sind wir noch schnell mit. Aus dem RET-Zeiten kenne ich das irgendwie noch. Das Rezept, also sah zumindest mir sehr, 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 sehr bekannt aus. Und ich weiß nicht, das war nicht unbedingt im Positiven. Ich bin im Moment am Überlegen, diese Barrels irgendwie zu deaktivieren. Weil ich habe das so in Erinnerung, dass die irgendwelche Fehler verursacht haben. Es müssen jetzt nicht genau diese sein. Es können natürlich auch andere gewesen sein. Andere Barrels, aber man weiß ja nie so genau, nicht? Man weiß es einfach nicht. So, wir hauen hier jetzt erstmal wieder ab. Wir hauen jetzt hier erstmal wieder in den Sack. Soweit. Weil ich habe jetzt ein bisschen Kohle. Ich habe jetzt ein bisschen Eisen. Ich habe jetzt von jedem ein bisschen was besorgt. Und wenn mich nicht alles täuscht, und das tut es ja meistens, nicht, wollte ich sagen, dann haben wir oben ein Platzproblem. Und zwar in der Kiste links da. Da können wir mal ein bisschen uns in die Welt reingucken. So ein bisschen so, du kriegst jetzt Redstone. Los, machen, tun, arbeiten. Arbeit, Arbeit. So, wir schauen uns das Ganze hier mal an. Da ist noch ein bisschen Platz drin. Was passiert, wenn wir geben einen Tin? Dann stellen wir fest... Aluminium Ingot. Shiny Ingot.
T-I-N. Also frag mich jetzt nicht, das Stahl. Ich hab doch nur Tin eingegeben. Besoff oder was? So, nichtsdestotrotz, so wie ich die Sache sehe, wir haben hier ein Platzproblem. Ein kleines, aber feines, explizit was das Thema Gold angeht. Ja, komisch mit dem Gold, nicht? Ja. Naja, gut. Kann man halt nie erinnern. Ist denn halt so. Oh, voilà. Wir haben hier noch. Haben wir hier noch ein bisschen LED. Das kann er auch noch mal rein. So, das LED. Und dann haben wir hier noch ein Miners Backpack. Shift-Links-Klick. Alle drin. Jetzt müssen wir noch ein bisschen sortieren. Das. 20 Diamanten. Cool. So, meine mittlere Maustaste ist immer noch so nicht so ganz funktionstüchtig, wie ich es gerne hätte. Deswegen ne, hier den Knöpfchen da unten hier drückt. Immer noch das Aluminium da rauskriegen und ich guck so in die Richtung. Ich denke gerade, was ist denn jetzt los hier? Blood Moon is Rising? sah ja gerade fast so aus. Ja, wir müssten uns eigentlich damit beschäftigen, dass wir mal so langsam, aber sicher Platzprobleme kriegen. Ja, nützt ja nichts, wir haben ja oben noch eine Kiste. Scheiße. Alter, er knallt jetzt oben noch die Kiste voll mit Cobblestone. Wir könnten aber auch eigentlich kompressen, ne? Cobblestone, Cleanstone. Cobble. Wupp dich, rinn damit. So. Jetzt müssen wir da nochmal eben das Ferrus rausnehmen. Ich habe eben gerade schon wieder mit irgendeinem Thema angefangen und schon wieder nicht beendet. Das kann's doch nicht sein. Das kann doch wohl nicht wahr sein.